passiert, weil das live ist. Wenn Bernardo Silva und Bruno Fernandes nicht Bestform haben, dann spielt Portugal nicht gut. Ja, ich weiß, was Sie meinen. Ich verstehe schon, was Sie meinen. Parece mais fácil do que parece lá dentro. Mas jogar uma competição como uma fase final de um europeu, hoje em dia contra equipas que são muito organizadas e que defendem muito bem. Das ist die K.O.-Runde der EM. Diese Mannschaften sind sehr gut organisiert. Sie verteidigen gut, teilweise mit 5 oder sogar 6 Mann hinten. Und sie wollen alle Mann hinterm Ball haben. Schaut euch das letzte Spiel an. Und das ist jetzt keine Ausrede, aber der Rasen war sehr trocken. Der Ball ist herumgesprungen. Manchmal ist es schwierig, da Chancen, so viele Chancen zu kreieren, wie wir es gerne möchten oder wie wir es sollten. Wir wissen, dass wir uns verbessern können, aber ich denke nicht, dass wir so schlecht waren. Ich beschwere mich nicht, dafür werden wir schließlich so gut bezahlt und wir können unseren Familien ein Luxusleben geben. Aber für uns ist es wichtig, dass die Leute uns zuschauen. Das macht Fußball ein tolles Spiel und wir sind in einer tollen Position, um den Sieg zu kämpfen. Ich spreche jetzt nicht für Bruno, weil er nicht da ist, aber ich verspreche, dass ich auch weiterhin mein Bestes für Portugal auf dem Rasen geben werde. Und wenn der Trainer entscheidet, dass das nicht genug ist, dann werde ich mein Bestes auf der Bank geben. Ich werde 5 Minuten spielen oder 10 oder auch 0 Minuten. Was war das Gefühl nach dem letzten Spiel? Es war ein sehr emotionales Spiel. Sie haben länger als Frankreich gespielt. Wie fühlen Sie sich sowohl körperlich als auch mental? Sind Sie bereit für morgen? Ja, wir waren natürlich erleichtert, wir waren glücklich. Es ist nicht einfach, in ein Elfmeterschießen reinzugehen und so zu spielen, wie wir gespielt haben. Der Rasen war überhaupt nicht gut. Und unser Trainer hat gesagt, und ich habe da Kritik gehört, die Mannschaft, die den Ball haben will, hat natürlich einen Nachteil auf einem schlechten Rasen. Und ein schlechter Rasen, wo der Ball rumspringt, das macht es natürlich schwerer für uns, Chancen zu kreieren. Wir finden aber, dass wir es verdient haben, weitergekommen zu sein. Wir hatten einen Helden im Tor mit Jorgo und wir trainieren jetzt, um alles zu geben fürs Spiel gegen Frankreich. Sie haben gerade über das letzte Spiel gesprochen und Mannschaften, die mit einem tieferen Block gespielt haben, die versuchen, Räume zu finden. Können wir annehmen, dass wir gegen Frankreich vielleicht ein Spiel haben werden, das ihnen mehr liegt, also den Portugiesen mehr liegt? Ja, vielleicht, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie Frankreich spielen wird. Ich weiß nicht, ob sie jetzt mit einem hohen Block oder mit einem tiefen Block verteidigen werden. Wenn ich mir ihre Spieler so anschaue, dann denke ich, dass sie jetzt nicht 90 Minuten lang hinterm Ball verteidigen werden. Da gibt es vielleicht leicht mehr Räume für beide Mannschaften. So, wir haben zunächst die portugiesischen Fragen und danach machen wir die internationalen Fragen. Sie haben über 2016 gesprochen, die EM damals. Da haben Sie nicht gespielt. Das war sicher schwer für Sie. Sie waren so nah dran.
Sie haben im Finale gegen Frankreich nicht gespielt. Wie ist das jetzt für Sie, jetzt in so einem K.O.-Spiel gegen Frankreich spielen zu können? Ist das extra Motivation für Sie? Ja, natürlich. Ich bin sehr motiviert, aber jetzt nicht wegen dem, was damals passiert ist. Das war natürlich ein toller Moment für Portugal, aber das ist eine großartige Chance, um dem Schritt näher zu kommen an unser großes Ziel, den Pokal zu gewinnen. Und so fühle ich mich motiviert, meiner Mannschaft zu helfen und das Beste zu geben. Im Elfmeterschießen haben alle über Diogo Costa gesprochen und über Cristiano. Aber wie sieht es denn mit Ihnen aus? Sie waren im Hintergrund, aber normalerweise sehen wir Sie nicht beim Elfmeterschießen. Was bedeutet das für Sie? Und bringt das etwas für Zusätzliches für diese EM? Ich war nie erste Wahl fürs Elfmeterschießen, weder auf Vereinsebene noch bei der Nationalmannschaft, aber ich wollte es schon immer machen. Ich will diese Verantwortung übernehmen und das ist schwer für alle. Es ist natürlich nicht einfach, das können Sie sich vorstellen, in so einem emotional geladenen Wettbewerb und solch eine Verantwortung zu übernehmen. Es kann jedem passieren, dass man verschießt. Und ich bin sehr glücklich, dass ich meiner Mannschaft helfen konnte. Ich bin sehr, sehr stolz. Wer ist der Favorit morgen? In Portugal sprechen alle über die EM und dass João Félix zurück zu Benfica geht. Denken Sie, das ist gut für ihn, dass er da zurückgeht, wo er glücklich war? Also was die Favoriten angeht, ich denke, es gibt keinen. Das sind zwei Nationalmannschaften mit großartigen Spielern. Jeder Spieler kann den Unterschied machen. Sie haben ihren eigenen Spielstil, sie wollen die EM gewinnen. Also ich sehe keinen Favoriten. Und die zweite Frage, das denke ich, ist jetzt nicht der geeignete Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Was über Bernardo und Bruno gefragt wurde, eines der Geheimnisse dieser Mannschaft ist die Dynamik zwischen Bernardo auch und wo da Positionen gewechselt werden. Aber das ist jetzt nicht so viel passiert. Stimmen Sie mir dazu? Ist das, weil das strategisch nicht verlangt wurde oder weil die Mannschaft das nicht machen konnte? Wenn es um Ballbesitz um Positionen geht, dann haben wir dieselben Positionen wie in der Qualifikation. In der Quali war Bruno die 8 oder die 10 und ich war mehr auf der linken Seite, manchmal auch im Zentrum. Also ich denke, wir spielen auf denselben Positionen. Aber das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. In der Quali haben wir gegen schlechtere Mannschaften oder Mannschaften auf niedrigerem Niveau gespielt und Mannschaften, die nicht so gespielt haben wie die jetzt hier bei der EM, die haben nicht so viel Druck verspürt zu verteidigen und 90 Minuten lang zu verteidigen. Das sind also unterschiedliche Realitäten. Aber klar, ich sage auch, dass wir besser sein können und wir wollen aber, dass alle, dass wir uns verbessern. Aber es ist sehr ein großer Unterschied, eine Quali zu spielen oder eine EM. 90 Minuten können in beide Richtungen geben, da ist viel Druck. Ich denke, wir sind in einer guten Position, um den Halbfinaleinzug zu kämpfen und sind dann nah dran, die EM zu gewinnen.
Also wir müssen schon einiges richtig machen, wenn wir da hingekommen sind. Theoretisch ist Frankreich auf dem Papier der schwerste Gegner bislang. Brauchen wir eine bessere portugiesische Mannschaft als das, was wir bis jetzt in den 4 Spielen gesehen haben, um ins Halbfinale zu kommen? Wir brauchen eine Mannschaft, die auf sehr hohem Niveau spielt, um Frankreich zu besiegen. Ich stimme nicht zu, wenn Sie sagen, dass wir nicht gut genug gespielt haben. Wir sind eine der 8 besten Mannschaften der Welt. Wir können morgen nach Hause gehen oder eine der besten Mannschaften in Europa, nicht in der Welt. Aber wir können wir haben das Viertelfinale erreicht. Das heißt, wir haben schon einiges richtig gemacht. Vielleicht war es nicht so schön für die Zuschauer, aber wir haben es bis jetzt sehr gut gemacht, sonst wären wir nicht im Viertelfinale. So, jetzt die internationale Presse. So, kann ich auf Französisch fragen? Ja, Sie können die Fragen auch auf Deutsch oder Englisch stellen. Woran erinnern Sie sich bei Kylian Mbappé? Sie haben 2007 mit ihm in Monaco gespielt und hatten Sie damals gedacht, dass er auf dieses Niveau spielen könnte? Also was Kylian angeht, er ist ein großartiger Spieler. Er hat, als 16-Jähriger kam er nach Monaco und ich erinnere mich sehr gut an ihn. Nach seiner ersten Woche mit uns, da habe ich gefragt, wer ist dieser Junge? Wer ist dieser Junge? Er ist wirklich herausgeragt im Training. Und meine letzte Saison in Monaco und dann hat Kylian so viele Tore geschossen. Er hatte wirklich diese Aura in der Champions League und ich freue mich sehr für ihn, dass er so aufgeblüht ist und solch eine tolle Karriere hingelegt hat. Und ich wünsche ihm das Beste für seine Karriere, aber nicht für morgen. Denn morgen möchte ich, dass wir uns qualifizieren und ich möchte Portugal helfen. Aber es ist wundervoll zu sehen, wie weit er gekommen ist. Und Saliba ist ein Rivale in der Premier League. Er ist auch ein wunderbarer Spieler. Ich mag ihn sehr. Ich mag es, wie er spielt, seine Konzentration, sein Fokus. Er ist immer bereit, der Mannschaft zu helfen. Und es wird morgen nicht einfach werden. So, jetzt versuche ich es auf Portugiesisch die Frage zu stellen. Wie kann das den Spielern helfen, hier zu spielen? Ich werde das Marienfeld immer in Erinnerung behalten. Wir sind ins Elfmeterschießen gekommen. Wir waren ganz nah dran, raus zu sein aus der EM. Das war ein glücklicher Moment. Und der hat uns sehr viel gute Energie gegeben und uns vorbereitet auf das, was noch kommt. In Italien beobachten wir Raffaello, aber ich möchte Sie etwas fragen. Er ist irgendwo zwischen einem großartigen Spieler, aber noch kein Champion. Natürlich gibt es viele tolle Spieler wie Sie, Cristiano. Und von Ihrem privilegierten Blickwinkel, wie sehen Sie da Rafael Leão aus der Entwicklung, vor allem in den letzten Jahren in Italien?
Letzte Saison war er einer der besten, oder zwei, vor zwei Saisons war er einer der besten Spieler der Welt. Sie haben die Scudetto gewonnen. Er kann sich verbessern, er weiß, wie er sich zu verbessern hat, aber egal welchem Zeitpunkt ist er so explosiv und so schnell. Er hat so ein tolles vertikales Spiel, er kann immer etwas aus dem Hut zaubern. Wenn er auf dem Platz ist, dann wissen wir, dass er jederzeit einen Assist geben kann oder auch eine gelbe Karte provozieren kann oder ein Tor schießen kann. Er wird ein-, zweimal verschießen, aber er wird nicht aufgeben. Er wird gegen den Außenverteidiger immer weiter spielen. Und wenn man Spieler hat, die nie Angst haben, dann ist es einfacher. Und wir haben solche Spieler wie Rafael. Wenn man solche Spieler hat, ist das eine sehr gute Balance. So, das ist das beste Spiel, das wir gesehen haben. Sind Sie aufgeregt vor solch einem Spiel? Schlafen Sie gut in der Nacht? Ja, ich hoffe es. Natürlich wird man ein bisschen aufgeregt. Ich liebe es aber, Fußball zu spielen. Das ist zwar mein Job, aber es ist auch meine Leidenschaft. Ich möchte das also gut machen. Und klar werde ich da ein bisschen aufgeregt sein, aber je erfahrener ich bin, desto weniger aufgeregt bin ich, desto besser kann ich mit meinen Emotionen umgehen. Aber natürlich ist das ein wichtiges Spiel morgen alles wird in 90 Minuten entschieden oder höchstens 120. So, es ist also nur dieses eine Spiel und nicht fünf oder sechs Spiele. Und das sind die Momente, die man erleben möchte als Spieler. Das sind die Spiele, die man spielen möchte. Wenn man ein kleines Kind ist, dann träumt man davon, auf so einer Bühne zu spielen. Eine Frage aus England. Leute beschreiben das als Übergabe des Staffelstabes von Ronaldo zu Mbappé. Sehen Sie das so? Nein, ich sehe es. Es geht nicht um Kylian Mbappé, sondern Portugal und Frankreich. Aber zwei unglaubliche Spieler an unterschiedlichen Standpunkten ihrer Karriere. Cristiano, einer der besten Spieler, den es gegeben hat. Kylian ist immer noch am Anfang oder in der Mitte seiner Karriere. Aber das Wichtigste ist, dass es nicht um die beiden geht, sondern um Portugal und Frankreich, und wir als Mannschaft wollen das Halbfinale erreichen. So, die letzte Frage für Bernardo Silva und danach haben wir Roberto Martinez hier. Eine Frage aus Schweden. Wie sehen Sie die Reaktionen und die Kritik an Cristiano Ronaldo nach dem letzten Spiel? Und wer wird morgen die Freistöße schießen? Ja, wer wird die wohl schießen? Das werde ich jetzt nicht verraten, aber erstens, weil ich es nicht weiß, und zweitens, auch wenn ich es wüsste, würde ich das nicht sagen. Ich werde jetzt nicht den Plan verraten für morgen. Und die erste Frage war? Ich habe das gerade vor drei oder vier Fragen auf Portugiesisch beantwortet. Wir verstehen, dass es Teil des Geschäfts ist. Deswegen verdienen wir so viel Geld und wir können unseren Familien ein besseres Leben geben. Also wir beschweren uns nicht über die Kritik. Das ist was Gutes und was Schlechtes. So leben die Leute das Spiel. Jeder weiß ein bisschen was über das Spiel. Das ist ihre Leidenschaft. Im Juni bei einer WM oder EM denkt jeder, dass er ein Trainer ist. Und wir verstehen das, wir akzeptieren das. Und was Cristiano angeht,
Wir sind Menschen und als er den Elfer verschossen hat, war er emotional. Manchmal reagiert man auf eine Art, wie man es nicht erwartet. Man will der Mannschaft helfen und dann hat er gespürt, dass er es hätte besser machen können. Ich denke, er hat es gut gemacht und dann hat er, Oblak hat ihn gut gehalten und dann hat er ein bisschen geweint. Menschen machen das manchmal so, aber ich sehe keinen Grund, darüber so zu sprechen, aber